Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Premierenvideo von mir. Ich habe heute ganz ein besonderes Angebot, das ich euch vorstellen möchte und deshalb dieses spezielle Format heute für mein Video gewählt. Falls du jetzt ganz neu dabei bist und mich noch nicht kennst, ich bin die Bianca und du befindest dich auf dem Kanal Meine Stempel und ich. Premierenvideo heißt, es ist jetzt nicht direkt eine Live-Schaltung, die ich da heute mache, sondern es ist schon ein aufgezeichnetes Video. Aber wir können heute über den Live-Chat miteinander schreiben und uns eben über den Chat miteinander unterhalten. Deshalb möchte ich natürlich alle, die diese Chat-Funktion jetzt nutzen, ganz herzlich begrüßen. Und ich hoffe über einen regen Austausch da im Chat, während das Video läuft. Der Chat bleibt auch gespeichert und so kann man den im Nachhinein dann auch nochmal durchschauen. Und wenn noch Fragen zu dem Angebot jetzt auftreten, kann man die natürlich auch gern wie immer bei meinen YouTube-Videos in die Kommentare stellen. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich noch ganz kurz erklären, wie der Live-Chat oder das Kommentieren oder auch das Likes vergeben auf YouTube funktioniert. Ganz viele stille Zuseher wissen nämlich gar nicht, dass sie die Funktion eigentlich total einfach nutzen könnten. Die meisten von uns nutzen ja Google auf ihrem Handy und haben dadurch sich einmal oder irgendwann einmal bei Google angemeldet, nämlich mit einer Gmail-Adresse. Und wenn du die Adresse weißt und auch dein Passwort dazu, dann kannst du die ganz einfach auf YouTube zusätzlich anmelden. Dazu brauchst du einfach die YouTube-App öffnen. Am recht oberen Bildschirmrand meistens ist der Button Anmelden und da gibst du dann deine Google E-Mail-Adresse ein, also eine Gmail-Adresse ist es und dein Passwort und schon kannst du dann aktiv an die Live-Chats teilnehmen. Du kannst Kommentare auf YouTube vergeben und natürlich auch die berühmten Däumchen nach oben kannst du dann vergeben, wenn du da einmal in der App angemeldet bist. Wie du siehst, ist es also ganz einfach, die da bei der YouTube-App anzumelden. Und ja, vielleicht können auch dann wir schon bald im Live-Chat miteinander kommunizieren und du kannst mir gern über die Kommentarfunktion dann auch deine Nachrichten zukommen lassen. Wie viele von euch wissen, liegt mir das Miteinander basteln einfach total am Herzen. Deshalb gibt es auch in meinem Heimatort einen Stempelstammtisch, der an 3 Abenden jedes Monat stattfindet und ich genieße das da immer sehr. Wo es da für kreativer Austausch herrscht und wir mir alle da ja, miteinander unseren Hobby frönen können und das ist einfach eine ganz besondere, schöne Zeit für mich und ich hoffe natürlich auch für meine Teilnehmerinnen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man denn das jetzt vielleicht online auch machen. Und da kommt jetzt das Stempelglück-Kit ins Spiel. Ich habe mir nämlich jetzt überlegt, dass ich ein kleines Materialpaket anbiete. Das wird es ab jetzt jeden zweiten Monat geben. Und jeder, der sich für dieses Paket entscheidet, kann dann bei einer kleinen Challenge mitmachen. Die Aufgabe ist folgende. Wenn das Materialpaket zu dir heimkommt, dann überlegst du dir ganz einfach ein kreatives Projekt, das du damit gestalten möchtest. Wenn das fertig ist, dann machst du ein Foto und schickst es mir. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ganz, ganz viele sich für dieses Paket entscheiden und mir dann ganz viele Fotos erreichen, die ich dann sammeln kann und beim nächsten Vorstellungsvideo vom neuen Paket dann herzahlen kann. Da ist natürlich jetzt auch wichtig, dass jeder die Chat- und auch die Kommentarfunktion vor allem nutzen kann und das dann auch tut, weil ich möchte gern, dass wir da wirklich über das nächste Video dann in Austausch gehen. Das heißt, ich werde die Fotos dann sammeln, ich werde die Fotos herzeigen im nächsten Videos und es war ganz toll, wenn es ist, in keine eigene Karten kommentieren darf und da vielleicht nur dazu schreiben möchtest, mit wofür ein Stempelset ich da gearbeitet habe oder wofür Technik das ich da gemacht habe, so dass wir da zusammen ja, ganz eine tolle Ideensammlung machen können und so unser gemeinsames Hobby einfach auch ein bisschen weiterentwickeln können.
Ich habe auch meine Teammitglieder eingeladen, dass sie mitmachen. Und jede, die da mitmachen möchte, kriegt von mir ein ganz kleines, kostenloses Paket auch noch zugeschickt. Und ja, ich hoffe, wir können uns über diesen Weg da echt super gegenseitig inspirieren. Und wir sind da dann auch, ja, wir haben da einfach auch einen guten Grund, warum wir einfach wieder gerne an unseren Basteltisch finden oder in unsere Bastelecke finden. Ja, schreibt es mir mal in den Chat, wie ihr grundlegend die Idee findet. Und es tauchen sicher jetzt schon einige Fragen auf, aber ich hoffe, ich kann die in den nächsten Minuten noch gleich beantworten. Ich drehe jetzt nämlich die Kamera um und dann stelle ich euch das Paket einmal vor. So, wieder ganz gewohnt, wie man sieht, der jetzt da von meinen Videos kennt, mein Basteltisch. Und ich stelle dir jetzt als erstes das Kit einmal vor. Und zwar habe ich mich für das Starter-Kit für die Produktreihe Grün-Goldene Weihnachten entschieden. Das gibt es in keinem Katalog, sondern nur auf der Exklusiv-Online-Seite. Und in meinem Kit sind jetzt folgende Materialien drinnen. Einmal kriegst du von jedem Designerpapier, das du gibst, einen halben Bogen. Es sind sechs verschiedene Blätter. Einmal alles in Gründönen gehalten und auf der Rückseite ganz viel mit Gold. Total lässig, oder? Voll ein tolles Designerpapier. Also wirklich für die Weihnachtspapiere, eins von meinen Lieblingspapiere. Deshalb muss mir auch gar nicht schwer gefallen, mit diesem Paket zu starten. Also, sechsmal einen halben Bogen. Dann gibt es da dazu ein ganz ein tolles Transparentpapier. Einmal mit der Schneeoptik und zweimal eben mit der Blätteroptik und die Tannennadeln sind einmal drauf. Das ist eben transparent, macht sich voll gut auf Farbkarton. Und Farbkarton gibt es natürlich auch in meinem Paket da dazu. Und zwar habe ich mich da für die Farben Pekannuss, Waldmoos und Olivgrün entschieden. Und von jedem DIN A4 Farbkarton kriegt man da zwei Blätter. Dazu braucht man jetzt natürlich noch Glitzis. In dieser Produktreihe sind das diese hier. Da tue ich in jedes Paket tue ich da 16 Stück rein, also so wie man es da jetzt da sieht. Und dann gibt es noch 2 Meter Band dazu. Und so von dem ganz schönen, dicken Band in Vanille pur. Dieses Paket hat einen Warenwert von 18,50 €. Und ich verschicke das mit versichertem Versand. Da kommen also noch Versandgebühren von 5,50 € dazu. Für alle Selbstabholer entfallen die natürlich. Und ich habe auch noch ganz einen guten Tipp, wie du Versandkosten sparen kannst. Ich mache nämlich immer wieder Sammelbestellungen und ab einem Bestellwert von 60 € verlange ich dann überhaupt nur mehr 4 € Versandkosten und so kannst du das auch ganz gut kombinieren. Solltest du also noch Produktwünsche haben, dann lass mir die zukommen und ich kann dir das dann gesammelt zuschicken für nur 4 €. Du brauchst, damit du bei dem Kit teilnehmen kannst, eine Lieferadresse in Österreich oder Deutschland. Und bestellbar ist es jetzt ab Veröffentlichung, also ab jetzt, eine ganze Woche lang. Wart also nicht zu lang, nicht, dass du den Bestellschluss dann versäumst. Jetzt hat noch zwei ganz wichtige Sachen, nämlich. Einmal ist das Kit auch an ein Gewinnspiel gebunden. Also jeder, der sich für dieses Kit entscheidet, nimmt dann automatisch am Gewinnspiel teil. Und zwar kannst du dann für das Folgemonat dein nächstes Paket bei mir gewinnen. Die Auslosung, die wird dann per Zufall erfolgen, auch mit dem Vorstellungsvideo vom nächsten Paket. Da losen wir dann die Gewinnerin aus und die darf sich dann auf das nächste Stempelglück-Kit freuen. Die kriegt es dann nämlich kostenlos. Und auch noch ganz wichtig,
Das, was ich da vorstelle, ist kein Abo-Modell. Du kannst dich natürlich bei jedem Paket vom Neuen entscheiden, ob du mit dabei sein magst. Das nächste Video habe ich dann auch schon für um den 10. Dezember um geplant. So können wir uns dann nämlich noch gegenseitig ganz gut inspirieren und noch letzte Weihnachtskarten gestalten, die wir dann ja sicher auch noch an unsere Lieben versenden möchten. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen, die aufgetaucht sind, beantworten können. Wenn nicht, dann schreib sie jetzt nach dem Video gerne in die Kommentare eine oder möchte per E-Mail oder auch WhatsApp bei mir. Wir können ihn auch gerne dann austauschen. Es befindet sich in der Videobeschreibung auch noch der Link zu meinem Blogartikel. Da kann man sich die Aktion noch mal ganz in Ruhe durchlesen. Ja, ich wünsche dir jetzt noch ganz einen schönen Abend, eine gute Zeit und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos wieder. Tschüss, Baba!